Heute gibt es mal hiervon ein kleines Update. Der hat jetzt noch zwei Unterbrecher dazu bekommen. Ja, die dritte Wicklung wird hier im Kondensator gespeichert. Ganz normal, ne? Back-EMF, Diode. Hier ist der Schaltplan dazu, zu dem Teil. Hier ist die eine Wicklung, die blaue. Und die grüne Wicklung ist die dritte Wicklung, die dann hier an den Kondensator rangeht. Hier ist unser Primärinput. Das ist jetzt praktisch das, was hier hochgeht. Und dann habe ich da zwei Dioden reingemacht. Am Anfang habe ich so konzipieren wollen, dass ich zwei verschiedene Batterien nehme, ne? Input A und Input B. Deshalb hier auch getrennte Spannungsquelle, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, dann habe ich aber gemerkt, dass ich ja mit dem Output gar nicht so richtig anzufangen weiß, ne? Und dann kann man, ne, wenn man hier eine andere Polarität hat, kann man den Output wieder auf den Input schalten. Dann geht das. Ne? Dann kann man das unterstützend machen. Dann wird praktisch die erste Schaltung hier von Rot nach Rot, ne, hier in der Mitte, das ist dieses Eisenjoch da, das hier. Da benutzen wir praktisch unsere Primärspannung und der Back-EMF, der dann von diesem Schaltvorgang erzeugt wird, der speist unseren Kondi und unser Kondi ist danach dann unsere Spannungsquelle, ne, wenn wir das mit dem dann verbunden haben, für unseren zweiten Schaltvorgang. Ne, weil der hat ja hier vier Statoren, das heißt, der möchte ja am liebsten nicht nur zweimal schalten, sondern nicht nur einmal schalten pro Umdrehung, sondern am liebsten zweimal schalten, ne? Wenn man so sagen kann. Ja, das ist zweimal schalten, ne? Das ist nicht viermal schalten. Gut, genug gequatscht. Mal gucken, ob das auch so stimmt, wie ich das hier hingemalt habe, ne? Ob das so dann funktioniert. Aber wir fahren erstmal ein bisschen mit weniger. 16, 17 Volt, ne? Gott, okay. Und dann in die richtige Richtung andrehen. Wohin müssen wir da? Da lang, ne? Ja, weil rennt schon. So, das ist jetzt der ganz normale Betrieb, wenn er praktisch mit einer Inputspule befeuert werden würde. Jetzt sind nur die hier aktiv, ne? Der hier ist überhaupt nicht angeschlossen und unseren Kondi haut es halt schön voll. Ne? Also der wird jetzt für immer mehr steigen, ich schätze mal so bis 30, 40, 50 Volt vielleicht. Ja, was sagt er denn hier an Stromaufnahme? Also hat er so 25 mA, ne? Wenn wir großzügig sind, 25, 30. Ja, es rennen sich die Bürsten so langsam ein, ne? Wird ein bisschen langsamer. Na gut, wollen wir mal unseren Input 2 an den Kondensator anschließen. Plus. Aber Minus. Ha. Viel schneller, oder? Und das sagt er. Stromaufnahme. Nee, das ist weniger als vorhin, oder? Ihr beobachtet mal hier die Stromaufnahme. Ich ziehe hier unten nochmal weg den Kondensator. So, Kondensator weg. Und jetzt wieder Kondensator ran. Sinkt doch, oder nicht? Hä? Cool. Cool. Schnellere Drehzahl, mehr Leistung und sinkt noch mehr als vorher. Also das war ja so schon krass hier bei
So 30, 25 mA und jetzt noch schneller und na, zumindest ist es nicht gestiegen. Ne? Wollen wir ganz so euphorisch sein und sagen, dass es gesunken ist, aber hier sah es zumindest so aus ein bisschen. Naja, auf der Art und Weise kapiere ich jetzt, wie die das gemeint haben, dass man damit wunderbar effektiv Motoren basteln kann. Naja, und wenn man da auch noch ein bisschen extra Strom rausnehmen möchte, ist das jetzt natürlich, gucken, ob das hier so geht, einfach über den Kondensator parallel. Nee, da tut sich gar nichts, ne? Die geht ja nicht mal ein Fitzelchen an. Naja. Okay, das ist jetzt, habe ich einfach mal über den Kondensator parallel genommen jetzt. Und jetzt setzen wir die LED-Lampe einfach mal zwischen hier und hier. Dazwischen. Das fetzt, oder? Ja, ist ein bisschen langsamer. Aber auch hier, also da hat sich auch gar nichts getan, ne? Überhaupt nichts. Ja, und natürlich kann man den dann in der Drehzahl noch ordentlich hochfahren, wenn man mit der Volt hochgeht. Mal ein bisschen wegzoomen hier, dass wir alles drauf kriegen. Ja. Ordentlich Leuchtstärke, kostenlos, sind wir bei 30 Volt und nur etwas gestiegen, ne? Jetzt sind wir bei konstanten 50 mA. Mal noch ein bisschen höher fahren, ja, 60 mA, jetzt müssen wir schon, irgendwie bei 35, vielleicht schon 40 Volt sein. Aha. Dann kriegen wir ja sogar noch schneller, ne? Wenn wir hier die Last wegnehmen. Aha. Ja, so gefällt mir das. Also, klingt zumindest urigst effektiv. Und ja, so wie es sich anhört, ha, ganz schön Leistung.